mit. Danke für deine Kundschaft. Teile diesen Kuchen mit deinen Freunden. Und viel Glück beim Turnier. Ist die Bestellung da? Zumindest teilweise. Chester, erinnere mich dran, dass ich dem Krämer eine negative Bewertung am Aushang hinterlasse. Ah, das sollte klappen. Nah dran, aber ich brauche immer noch Froschodem. Tja, schön, dass ich helfen konnte. Ja, und als Zeichen unserer Anerkennung schenken wir dir dieses Fläschchen Hypnosepulver. Oh, es ist abgelaufen. Es wirkt aber. Da fehlt nur noch etwas. Lass mich raten. Es fehlen Bonbonwurzeln oder Babytränen oder Barthaare von Herrn von Schling. Nein, es fehlen nur noch Rosinen. Hier bitte. Danke, schätze ich. Danke für den kurzen Mangel an Konversation. Olfi war eindeutig unterzuckert. Jetzt, wo ich wieder fit bin, lasse ich dich rüber. Ein schnellfüßiger Pfau war allerdings schon beim schnaufenden Snarlax. Oh, fast vergessen. Gänselein, für deine Güte möchte Olfi dir das hier schenken. Wenn du mich brauchst, einfach reinblasen. Zack, zack, Olfi muss zurück zur Gildensitzung. Es ist fast Zeit für die Croissants. Wenn er das Losungswort weiß, müssen wir ihn reinlassen. Hey, meine Münze! Ich zweifle allmählich an seiner Treue zur Gilde. Er muss lernen, seine Zeit besser einzuteilen. Er weiß wohl, dass wir keine Croissants haben. Ich musste näher ran, um zu hören, was vor sich ging. Schön, dass du uns endlich beehrst, Olfi. Olfi entschuldigt sich für die Verspätung. Olfi war... Hey, wo sind die Croissants? Ich habe die Croissants vergessen, okay? Mon Dieu, sind wir hier, um über unsere Forderungen zu reden oder wegen bröseligem Gebäck? Ich wegen dem Gebäck, also... Wenn du das Losungswort nicht wüsstest, kämst du nie rein. Bitte, Pilar, du musst dich jetzt beruhigen. Wir haben schon genug Wirbel gemacht. Daventry braucht seine Brücken und wir müssen zurück an die Arbeit. Man sollte meinen, wer eine so große Kopf hat, hätte nicht nur ein Spatzen hier. Olfi, du lässt dich zu leicht unterbüttern. Steh für deine Rechte ein! Aber Olfi mag Butter. Die ist gut zum Einreiben für die Gelenke. Hör zu, Pilar, ich bin hier auf deiner Seite, aber du musst mir auch entgegenkommen und die Kluft überbrücken. Mit welchem Kompromiss können alle leben? No, keine Kompromisse. Diese undankbaren Winzlinge trampeln auf unseren Schultern herum und vergeuden keinen Gedanken daran, wer da unter ihnen ist.
Sie steigen die Erfolgsleiter hinauf und vergessen, wer ihnen den Weg geebnet hat. Was haben wir davon? Voilà. Wir Brücken dürfen nicht mehr den Rücken krumm machen. Also ich weiß ja nicht, Pilar. Ich würde nicht sagen, dass sie uns nicht zu schätzen wissen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass sie es tun. Brücken wachsen nicht auf Bäumen. Sie wachsen auf uns. Wenn sie uns zurück wollen, dürfen die Gardisten uns nicht mehr das Rückgrat brechen. Olfi sieht das auch so. Die Gardisten mit den spitzen Schuhen tun Olfis Rücken weh. Okay, wir sind uns also einig, dass die Gardisten vorsichtiger über unsere Rücken gehen müssen. Das bringt uns doch schon etwas weiter. Beim nächsten Mal wählen wir einen neuen Vorsitzenden. Ich habe euch gerne gedient, aber wie ihr wisst, gehe ich nächstes Jahr in Rente. Meine Frau und ich wollen endlich einen Malkurs belegen. Wie süß. Die expressionistische Brücke. Ich nominiere Pilar für den Posten. Aber Pilar, du weißt doch, dass man sich nicht selbst nominieren darf. Möchte sonst jemand unsere resolute Pilar als Vorsitzende nominieren? Nein! Olfi will dich, Waddles. Wer hätte gedacht, dass ein einfacher Brückentroll von einem Kleinstadtflüsschen zum Gildenführer der zweitgrößten Gilde in der mittelwestlichen Hemisphäre aufsteigen würde? Aber es wird Zeit, dass ich mich mehr um meine Familie kümmere. Verschieben wir das Thema auf nächste Woche. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sollen wir unser Ziegenkonsumembargo aufheben? Ich sehne mich nach gebratener Ziegenkeule. Mit einem leckeren Raclette. Pilar, jeder weiß doch, dass es keine Ziegen mehr in Daventry gibt. Nur noch Einhörner. Olfi, sowas gibt es gar nicht. Ich hab's doch genau gesehen. Olfi, er hat dich übers Ohr gehauen. Du Trottel. Aber alle anderen nennen sie doch auch Einhörner. Olfi. Wenn alle von einer Brücke, also von meiner Rücke springen, springst du dann hinterher? Schalte dein Hirn ein und denk nach. Tetua. Okidoki. Verschieben wir das auf nächste Woche. Beim nächsten Mal wählen wir einen neuen Vorsitzenden. Ich habe euch gerne gedient, aber wie ihr wisst, gehe ich nächstes Jahr in Rente. Meine Frau und ich wollen endlich einen Malkurs belegen. Wie süß. Die expressionistische Brücke. Ich nominiere Pilar für den Posten. Aber Pilar, du weißt doch, dass man sich nicht selbst nominieren darf. Im Wald war es viel zu dunkel, um einen weiteren Schritt zu wagen. Olfi muss zurück zu seiner Sitzung. Er ist bestimmt gleich wieder zurück. Wohin verschwindet er eigentlich immer? Besser, er beeilt sich. Vielleicht konnte ich zuerst bei der Sitzung sein und das Losungswort hören. Wohin verschwindest du eigentlich? Olfi muss zurück zu seiner Sitzung.
her! Hier war! Wolfie will dir helfen. Hallo, bist du bereit? Wie lauten die Regeln? Die Regeln sind einfach, ausnahmsweise. Bleib trocken und du gewinnst. Na los, ich bin bereit. In Ordnung, das Kraftduell kann beginnen. Schön, dass wir das wie Edelmänner regeln. Ob die Feder wohl fliegen kann? Der Eichhörnchen-Nation einen Schritt näher. Hab dich, Graham! Ich wollte erst wieder ins Horn blasen, wenn ich das fehlende Mundstück fand. Sag dem Gardisten, wenn du bereit bist. Du musst irgendwie an alle Hörner kommen. Pläne für das Wochenende? Oh, was ein fitter Ritter halt so treibt. Und das wäre? Am Wochenende treibt ein Ritter Sport. Bring dein treues Ross zum Turnierplatz, wenn du bereit für das Tempoduell bist. Du hast doch ein treues Ross, oder? Geht!
Eichhörnchen sich daran erinnern? Die Eichhörnchen erinnern sich ganz sicher daran. Du starrst zu. Ich muss doch bitten.